Sehr geehrte Damen und Herren Panelisten, sehr geehrte Mitglieder, liebe Freunde der DGAP, sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, ich freue mich sehr, Sie heute Abend an Ihren Bildschirmen begrüßen zu können. Vielen Dank, dass Sie sich entschieden haben, den heutigen Vorabend mit uns zu verbringen. In knapp einer Woche finden die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen statt. Mit ihr startet ein Wahlmarathon, an denen sich nach der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen auch noch die Wahlen für die Nationalversammlung anschließen, ebenfalls in zwei Wahlgängen. Die wichtigsten Wahlen bei unserem engsten Partner werden auch in Deutschland sehr aufmerksam verfolgt. Von ihrem Ausgang hängen viele Antworten auf die fundamentalen Fragen der Außenpolitik und der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik ab. Durch den Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die europäische Politik noch einmal eine völlig neue Dimension bekommen. Frankreich und Deutschland waren in diesem Zusammenhang gezwungen, einige Grundüberzeugungen und Handlungsoptionen auf den Prüfstand zu stellen. Der Wandel ist alles andere als abgeschlossen und viele Fragen über das künftige Zusammenleben in Europa sind weiterhin ungeklärt, in Frankreich wie in Deutschland. Diese Zusammenhänge stellen einen guten Rahmen dar für unsere heutige Diskussion mit namhaften Expertinnen und Experten, die alle Frankreich und Deutschland sehr gut kennen. Ich möchte daher zunächst sehr herzlich Sylvie Kaufmann begrüßen. Sylvie ist eine herausragende Journalistin. Früher war sie Chefredakteurin der renommierten Tageszeitung Le Monde. Heute arbeitet sie dort als Editor mit Schwerpunkt in außenpolitischen Fragen. Daneben schreibt sie Meinungsbeiträge für die New York Times International Edition. Sie ist ferner Mitglied einer Reihe prestigereicher Institutionen wie dem Reuters Institute for the Study of Journalism, dem Europäischen Pressepreis und der Trilateral Commission. Bienvenue Sylvie, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Wir sind ebenfalls sehr glücklich, Claude-François Arnoux auf unserem Panel heute Abend begrüßen zu können. Claude France ist eine herausragende französische Diplomatin, die an verschiedenen Stellen im französischen Regierungsapparat, an der französischen Botschaft damals noch in Bonn und als Botschafterin in Belgien gearbeitet hat. Ferner hat sie auf prestigereichen Positionen in europäischen Diensten gewirkt. So war sie unter anderem Direktorin für Verteidigungsfragen im Generalsekretariat der Europäischen Union und Geschäftsführerin der Europäischen Verteidigungsagentur. Derzeit arbeitet sie als Berater des Präsidenten für europäische Fragen am IFRI. Merci beaucoup, Claude France, pour être disponible ce soir. Wir freuen uns auch sehr, heute Abend Professor Joachim Bitterlich hier zu begrüßen. Joachim Bitterlich ist ursprünglich ein deutscher Diplomat, der lange Jahre diplomatischer und Europaberater des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl war. Nach Stationen als deutscher Botschafter bei der NATO in Brüssel und in Spanien hat er gewissermaßen die Seiten gewechselt, und zwar geografisch und funktional. An seine diplomatische Laufbahn in Deutschland schloss er eine Karriere als Manager und Wissenschaftler in Frankreich an. Heute lehrt er als assoziierter Professor an der École supérieure de commerce de Paris. Herzlich willkommen, Joachim Bitterlich. Vielen Dank, dass Sie es möglich gemacht haben, heute Abend dabei zu sein. Schließlich darf ich an dieser Stelle den Moderator des heutigen Abends begrüßen. Jakob Ross ist seit Anfang 2022 Research Fellow im Frankreich-Programm der DGAP. Mit deutsch-französischer Zusammenarbeit beschäftigte er sich im französischen Außenministerium und als parlamentarischer Assistent der Vorsitzenden des Europaausschusses der französischen Nationalversammlung. Auch den Großteil seiner Studien verbrachte er in Frankreich. Vielen Dank, Jakob Ross, dass Sie heute Abend die Aufgabe des Moderators übernommen haben. Auf vielfachen Wunsch stellt die DGAP für den heutigen Abend Sprachmittler zur Verfügung, die es uns erlauben, die Veranstaltung auf Deutsch und Französisch abzuhalten. Die Sprache können Sie auf Ihrem Computer einstellen unter Dolmetscher beziehungsweise unter Globus. Ich danke den Dolmetscherinnen und Dolmetscher im Vorhinein für ihre Mitwirkung. Ebenso danke ich allen Technikern und vielen Helferinnen und Helfern bei der DGAP für ihre Unterstützung. Das gilt in besonderer Weise für das Event-Team unter der Leitung von Julia Leuwer
ohne die dieser Abend gänzlich unmöglich wäre. Aber jetzt habe ich schon viel zu lange geredet. Ich wünsche uns allen einen spannenden Abend mit interessanten Diskussionen zu einem wahrhaft zentralen Thema. Je passe la parole à Jakob Ross. Merci de votre attention. Ja, herzlichen Dank. Guten Abend und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich hätte gerne auch auf Französisch zu Ihnen gesprochen heute Abend, werde aber beim Deutsch bleiben. Wir haben ja viele spannende Sprecherinnen, die sich auf Französisch auch äußern werden. Ich möchte nur kurz anschließen an das, was Herr Botschafter Nickel schon gesagt hat, bevor ich dann unseren Gästen das Wort überlasse für deren Eingangsstatements. Zu Beginn vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, dass die folgende Diskussion aufgezeichnet wird. An diesem Samstag hat Emmanuel Macron seine erste und auch seine letzte Wahlkampfveranstaltung abgehalten, sein einziges großes Meeting in diesem Wahlkampf 2022. Er hielt seine Rede vor rund 30.000 Französinnen und Franzosen, fast vor seinem gesamten Kabinett. Viele Abgeordnete seiner Partei waren im Publikum, aber auch politische Verbündete wie etwa Edouard Philippe. Am Samstag drehte sich die Rede, anders als in den vergangenen Wochen, vor allem um die Innenpolitik. Der Präsident wandte sich an das Pflegepersonal und an die Lehrerinnen und Lehrer und um deren Rolle und Aufgabe in der Covid-Pandemie. Er sprach zu den vielen Menschen, die in Frankreich gerade Probleme haben, ihre Benzinrechnungen zu bezahlen, die von steigenden Lebensmittelpreisen überrascht worden sind und die teilweise frieren, weil der Strom unbezahlbar wird. Das alles hat natürlich indirekt auch mit dem Konflikt oder dem Krieg in der Ukraine zu tun. Für lange Erklärungen, warum dem so ist, fehlt Herrn Macron und fehlt seiner Partei aber die Zeit, denn schon in 6 Tagen steht die erste Runde der Präsidentschaftswahl an. Seit einigen Tagen nun ist die Kaufkraft wieder, muss man sagen, das zentrale Thema des französischen Wahlkampfes. Marine Le Pen, die aktuell am besten platzierteste Herausforderin Emmanuel Macrons, hat das Thema seit Wochen bespielt und konnte sich im Zuge der wieder aufkommenden Kritik an Herrn Macron als Präsident der Reichen, so genannt, zuletzt in den Umfragen deutlich profilieren. Sie kann für den ersten Wahlgang mit rund 20% rechnen. Einer der wichtigsten europäischen Verbündeten Frau Le Pens ist Viktor Orbán, der ungarische Premierminister. Ungarische Banken haben auch im aktuellen Wahlkampf einen Teil der Kampagne des Rassemblement mitfinanziert. Rassemblement National, also der Partei Frau Le Pens, mitfinanziert. Herr Orbán sagte gestern nach seinem Wahlsieg in Budapest, die ganze Welt wurde heute Zeuge des Sieges des Patriotismus. Das ist unsere Botschaft an Europa. Wir sind nicht die Vergangenheit, wir sind die Zukunft. Daran anschließend also vielleicht die Fragen auch für unsere Diskussion heute Abend mit Blick auf die französische Präsidentschaftswahl. War der Eindruck, dass diese Präsidentschaftswahl in diesem Jahr von außenpolitischen Themen bestimmt und entschieden würde, verfrüht? Waren sich Präsident Macron und seine Partei zu sicher, dass die Wählerinnen und Wähler im Angesicht eines Kriegs in Europa auf Kontinuität und auf Stabilität setzen würden? Oder anders gefragt, aus deutscher Perspektive, muss man sich in Berlin und muss sich Europa auf eine Präsidentin Marine Le Pen und eine Politik orbanischer Prägung auch aus dem Élysée einstellen? Mit diesen Fragen im Hinterkopf möchte ich unsere Gäste bitten, ihre Eingangsstatements vorzutragen, bevor wir dann in die Diskussion gehen. Und ich würde vorschlagen, dass Sie, Frau Kaufmann, mit Ihren Propos beginnen. Herzlichen Dank. Voilà. Merci. Ja, ganz herzlichen Dank, Jakob. Herzlichen Dank, Wolf. Danke für die Einladung zu dieser virtuellen Veranstaltung. Ja, Jakob, Sie hatten ja schon einen kurzen Überblick über diesen Wahlkampf gegeben. Die ist sehr besonders. Dieser Wahlkampf ist in diesem Jahr sehr besonders. Ich werde das ergänzen. Ja, man kann sagen, dass dieser Wahlkampf etwas der ganz anderen Art ist seit 1955. Das heißt, seit der Präsident der Franzosen, der Staatspräsident, direkt gewählt wird vom Volk. Ein extrem linker Kandidat hat gesagt, entschuldigen Sie meine Wortwahl, es ist eine Scheißkampagne. Es ist natürlich sehr schwer für alle. Man hatte erwartet, dass dieser Wahlkampf sozusagen von Covid als Thema bestimmt würde sein. Und die Covid-Krise hat ja seit 2 Jahren ist das beherrschende Thema. Und nun kam der Krieg in der Ukraine dazu und der hat alles andere
nach hinten geschoben, also die Pandemie und auch andere Themen. Die Themen der Vergangenheit sind sozusagen nach hinten geschoben worden und die Ukraine, der Krieg, ist Thema Nummer eins. Und das führt dazu, dass es letztendlich bislang gar keine richtige Wahlkampagne gegeben hat, kein Wahlkampf. Der Amtsinhaber hat einen Monat vor dem ersten Wahlgang erst seine Kandidatur angekündigt, offiziell. Er hat im Prinzip keinen Wahlkampf geführt. Er war vor einigen Tagen erst aktiv. Das große Meeting wurde ja soeben in Nanterre, von letzten Samstag wurde ja soeben erwähnt. Es war das einzige, sein einziger Wahlauftritt während seines Wahlkampfes. Er hat sich auch geweigert, mit den anderen Kandidaten zu diskutieren. Denn es war ja eigentlich immer so, dass vor dem ersten Wahlgang der Amtsinhaber mit den anderen Kandidaten nicht konkurrenten nicht diskutieren wollte. Es wird also dann zwischen dem ersten und dem zweiten Wahlgang eine Fernsehdebatte geben zwischen den beiden, die in die zweite Runde kommen. Also die Wähler haben sich überhaupt nicht einbezogen gefühlt. Und das ist wirklich das erste Mal. Wir haben 12 Kandidaten, Kandidatinnen insgesamt. Das heißt, wir haben ein sehr stark fragmentiertes politisches Spektrum hier. Natürlich, 2017 ist ja die politische Landschaft ordentlich durcheinandergewirbelt worden und auseinandergebrochen. Also die traditionellen Volksparteien wie die rechtsbürgerlichen Parteien und die französischen Sozialdemokraten vom PS haben an Bedeutung verloren und haben seit 2017 es nicht mehr geschafft, sich wieder davon zu erholen, von dieser realen Niederlage. Und letzten Endes ist ja La République en Marche keine richtige Partei im klassischen Sinne, sondern eine Bewegung, die den Staatspräsidenten, die ihm ins Amt verholfen und ihn unterstützt und unterstützt hat. Man kann nicht von einer strukturierten Partei sprechen. Dann gibt es noch die Partei auch von Marine Le Pen. Also letzten Endes sind die traditionellen Parteien seit einigen Jahren noch dabei, wieder sich neu zu sortieren. Macron führt die Umfragen an, aber der Abstand zu Marine Le Pen ist sehr viel geringer geworden in den letzten Tagen. Also 2017, das Szenario könnte sich durchaus wiederholen. Das heißt, der zweite Wahlgang mit Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen, aber mit einem großen Unterschied. Denn in diesem Jahr ist der Enthusiasmus nicht mehr da, der 2017 Emmanuel Macron noch getragen hat und der als etwas Neues galt und und die alte politische Welt durcheinandergewirbelt hatte. Dann gibt es auch noch seit einiger Zeit das Phänomen Eric Zemmour, aber auch er ist sozusagen wieder in den Hintergrund getreten. Ja, die jüngsten Umfragen von heute zeigen Folgendes an: Emmanuel Macron, 26,5%, das sind die Marine Le Pen, 21%. An dritter Stelle Jean-Luc Mélenchon, also die populistische Linke von La France Insoumise mit 16%. Also er ist sozusagen der stärkste von den verschiedenen linken Kandidaten. Dann Valérie Pécresse an vierter Stelle von Les Républicains, 8,5%. Und dann noch Yannick Jadot von 5,5%. Das ist sehr erstaunlich, denn die Ökologie ist ja doch ein wichtiges Thema und die Franzosen interessieren sich verstärkt dafür, aber es gibt keine wirkliche Übertragung in politische Strukturen dieses Interessens. Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, PS, schafft es nicht, über 2% in den Umfragen hinauszukommen. Interessant ist auch zu sehen, wie sich die Wahlbeteiligung entwickelt. 69%, das ist für Frankreich sehr wenig. Also 69% der Franzosen haben die Absicht, zur Wahl zu gehen. Normalerweise ist die Beteiligung
bei den Präsidentschaftswahlen traditionell höher, vor allen Dingen im ersten Wahlgang. Welche Risiken bestehen für Emmanuel Macron? Zunächst erstmal die schwache Wahlbeteiligung könnte eine Gefahr sein, denn das kann zugunsten von Marine Le Pen ausfallen im zweiten Wahlgang. Und dann gibt es ja eben auch das fehlende Interesse der Wählerinnen und Wähler, das eben dann zu einem niedrigen Wahlbeteiligung führen wird. Diese niedrige Wahlbeteiligung zeigt ja auch in gewisser Weise, dass die Franzosen Emmanuel Macron nicht mögen. Also er ist nicht populär, seine Persönlichkeit. Er verursacht sehr viele negative Reaktionen und manche sprechen auch von Hass ihm gegenüber. Das hat man ja im Zuge der Proteste der Gelbwesten gesehen. Und das ist ein Faktor, den man berücksichtigen sollte. Es gibt sehr viele Wählerinnen und Wähler, wir wissen noch nicht wie viel, die links sind, die ihn gewählt haben 2017 und die letzten Endes angekündigt haben, dass sie dieses Mal zu Hause bleiben werden, weil sie nicht wollen müssen zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Und damit kommt ein möglicher Wahlsieg von Marine Le Pen durchaus in Frage. Auch wenn es rein rechnerisch recht unwahrscheinlich ist, aber unwahrscheinlich heißt nicht unmöglich. Welche Risiken bestehen weiter? Wenn Emmanuel Macron wiedergewählt werden sollte, dann ist diese Wahl vielleicht irgendwie ein Ereignis, dem keine demokratische Debatte vorausgegangen ist. Das heißt, das wird die Wahl bleiben, bei der es keinen richtigen Wahlkampf gab, keine Wahlauftritte. Denn letzten Endes sind ja Präsidentschaftswahlen und der Wahlkampf in diesem Zusammenhang immer Momente, wo demokratisch diskutiert und debattiert wird. Und das ist eine Gefahr. Es könnte Frust erzeugen bei den Wählerinnen und Wählern. Und das könnte sich über verstärkte soziale Bewegungen oder Demonstrationen äußern in der kommenden Zeit. Man spekuliert natürlich auch etwas und spricht von einer möglichen fehlenden Legitimität dieser Wahlen. Und so wie es eben auch die ehemaligen Trump-Wähler im Zuge der Wahl Joe Bidens gesagt haben. Ja, Emmanuel Macron hat sich etwas geirrt. Er hat sich verrechnet. Er hat gedacht, dass der Krieg in der Ukraine ihn schützen würde, denn er wäre in diesem Fall sozusagen als Staatschef, als Armee, als Oberbefehlshaber der Streitkräfte auch sozusagen an den Schalthebeln. Aber dieser Krieg ist ja Ende Februar ausgebrochen und wir haben es alle nicht vorhersehen können und vorhergesehen. Darauf kommen wir sicher später noch einmal zurück. Also er hat sich irgendwie verkalkuliert. Denn gleichzeitig ist ja auch Frankreich Inhaber der Ratspräsidentschaft. Und er hatte sich vielleicht gedacht, dass er an den Schalthebeln sitzen würde, dass er die Dinge in der Hand hat und mit Europa punkten könnte und dass ihm das helfen könnte und seine Chancen auf eine Wiederwahl erhöhen würde. Aber in dem Moment, wo der Ukraine-Krieg begonnen hatte, war er derart eingebunden in seine diplomatischen Bemühungen, auch um Wladimir Putin, dass er vielleicht auch gedacht hat, dass die Menschen jetzt nicht von ihm erwarten würden, dass er einen klassischen Wahlkampf führt. Das wäre vielleicht so zu trivial für die Französinnen und Franzosen, dass er in Anbetracht dieses Krieges jetzt plötzlich von alltäglichen Problemen spricht. Und er ist also nicht richtig eingetreten in diesen Wahlkampf. Er hat nicht richtig begonnen, diesen Wahlkampf zu führen. Er hatte auch große Mühe. Und er glaubte, es wäre ein Trumpf, aber letzten Endes hat er sich als Hindernis, als Hemmschuh herausgestellt. Denn die Wählerschaft hat es nicht gesehen, wie er sich bemüht hat um sie. Er hat keinen engagierten Wahlkampf geführt in den Augen der Franzosen, wohingegen Marine Le Pen sehr viel agiler war. Sie war sehr diskret im Wahlkampf. Sie hat versucht, bestimmte Themen auszublenden, denn als der Krieg ausgebrochen
ist, da hat sie sich sicherlich gefragt, wie sie ihre Nähe zu Wladimir Putin irgendwie managen müsste, könnte. Und sie hatte ja sehr viel Sympathie auch öffentlich bekundet für das Regime und sie hat versucht, das Thema in den Hintergrund treten zu lassen und hat sich ganz gezielt auf das Thema Kaufkraft zum Beispiel gestürzt, so wie Jakob es bereits in der Anmoderation gesagt hat. Also Preissteigerungen, Preis vor allen Dingen für Treibstoff, für Kraftstoffe, für die Autofahrer. Das ist ja ein wichtiges Thema und hat Auswirkungen auf das Portemonnaie der Französinnen und Franzosen. Das wurde bei ihr Thema Nummer eins und die Hauptbesorgnis der Franzosinnen, also die Kosten des täglichen Lebens, die Preiserhöhungen. Und sie hat es geschafft, dass sie zu zeigen, dass sie die Kandidatin sein würde, die die Franzosen schützen möchte, ihre Kaufkraft schützen möchte. Und Macron ist natürlich etwas oberhalb, etwas weit weg von den alltäglichen Sorgen der Franzosen geblieben. Und ich denke auch, dass es ein Problem für ihn darstellt. Noch eine Anmerkung zum Krieg in der Ukraine, und damit komme ich dann vielleicht erstmal zum Ende meiner Ausführungen, denn ich spreche schon eine ganze Weile. Er hat auf jeden Fall es geschafft, dass man ihn zu vermeiden, dass man ihn kritisiert für seine Politik. Also letzten Endes haben ja seine politischen Widersacher, seine Konkurrenten im Präsidentschaftswahlkampf nicht viele gute Argumente, ihn dahingehend zu kritisieren, weil sie selbst mit diesem Thema nicht so viel zu tun haben oder ein Interesse haben, dass dieses Thema nicht allzu stark aufploppt, weil sie eben sich Jean-Luc Mélenchon ebenso wie Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon hat ja seine Sympathien nie geleugnet für das russische Regime, auch Éric Zemmour. Er hat ja am stärksten unter seinen engen Kontakten zu Wladimir Putin zu leiden und ist ja im Prinzip zum Zeitpunkt des Kriegsbeginns in den Umfragen komplett abgestürzt. Also man hat das Ganze diskret behandelt, indem es vermieden wurde von allen Konkurrentinnen. Also man hat eben gleichzeitig auch vermieden, den französischen Amtsinhaber zu kritisieren, weil sie aus Sorge, dass sich dieses Thema gegen sie selbst richten könnte. Das ist also das, was man im Großen zur aktuellen Lage in Frankreich sagen könnte. Ja, damit höre ich erstmal auf und lasse Ihnen das Wort. Für diese sehr umfassende Bilanz, nicht nur zum aktuellen Stand des Wahlkampfes, auf die Umfragewerte, auf die Dynamiken auch, die sich in den letzten Wochen ergeben haben, aber eben auch auf die Verbindung zum aktuellen Kontext des Kriegs in der Ukraine. Nach dem journalistischen Blick möchte ich nun Frau Botschafterin Arnoux um einen diplomatischen Blick vielleicht bitten, einen zweiten französischen Blick auf diesen Wahlkampf im Kontext des Kriegs in der Ukraine, im Kontext auch der EU-Ratspräsidentschaft Frankreichs. Ich halte fest aus dem, was Frau Kaufmann gerade sagte, dass es vielleicht eine Fehleinschätzung gibt auf Seiten Macrons, auf Seiten seiner Kampagne, dass die Kaufkraft jetzt doch diese Wahl bestimmt, nachdem lange davon ausgegangen war, dass die Außenpolitik eigentlich alles andere überschatten könnte. Und Frau Kaufmann, die einen Wahlsieg Marine Le Pens zwar für unwahrscheinlich, aber eben nicht für unmöglich hält. Deswegen an Sie, Frau Arnoux, das Wort, und ich bin gespannt, wie Sie diese Fragen sehen. Merci beaucoup. Ganz herzlichen Dank. Ja, hinsichtlich des Panoramas, das Sie wie Kaufmann hier gezeichnet haben, habe ich nicht viel hinzuzufügen. Es war ja sehr umfassend und präzise. Also der Wahlkampf selbst ist also eindrucksvoll und gut zusammengefasst geworden. Es geht ja hier nicht nur um Außenpolitik, sondern auch um europäische Politik. Und da habe ich mir gleich gesagt, dass es einen engen Zusammenhang gibt. Für die Franzosen ist ja auch die Frage der Kaufkraft ein durchaus europäisches Thema. Denn alles, was Finanzen und Währung anbelangt, ist ja auch von Europa sozusagen ausgesteuert.
Meine erste Bemerkung zielt darauf ab, dass der Staatspräsident die Entscheidung getroffen hat, den Wahlkampf von der EU-Ratspräsidentschaft zu trennen. Das ist ja diese rotierende Ratspräsidentschaft, die in den gleichen Zeitraum fiel. Er hat also nicht versucht, die Daten irgendwie zu schieben und hat beide Termine sozusagen zusammengedacht. Das ist also ein Zusammenfall. Ein zeitlicher Zusammenfall, französische Ratspräsidentschaft und Wahlkampf im Zuge der französischen Präsidentschaftswahlen. Was nicht bekannt war, was wir nicht wussten, ist, dass es noch zusätzlich eine große Krise, nämlich den Ukraine-Krieg, geben würde, zusätzlich. Und zu diesem bereits sehr vollen Kalender im Zusammenhang mit der EU-Ratspräsidentschaft und auch des Wahlkampfes gab es dann plötzlich dieses Krisenmanagement, das notwendig wurde. Also die russische Invasion hat noch zusätzlichen Zeitdruck erzeugt. Natürlich haben wir das Ergebnis gesehen. Es war ein Wahlkampf, der kein wirklicher Wahlkampf war. Ich weiß jetzt, bin jetzt keine Spezialistin für Innenpolitik, aber ich weiß jetzt nicht, inwieweit unsere Französinnen und Franzosen wirklich einen Wahlkampf fordern und was sie erwarten. Und letzten Endes, ich kann Ihnen nichts von der Erwartungshaltung der Französinnen und Franzosen sagen. Das werden wir erfahren. Das werden wir sicherlich anhand der Ergebnisse dann erfahren, ob es den Erwartungen entsprochen hat. Denn wenn wir jetzt alle Themen aufgreifen, die es wert wären, diskutiert zu werden, ja, und da möchte ich gleich bei dieser Gelegenheit gleich für das IFRI Werbung machen, denn sie haben eine sehr interessante interaktive Karte sozusagen erstellt hinsichtlich der Probleme und der Krisen weltweit und der Positionen der unterschiedlichen Präsidentschaftskandidatinnen zu diesen Themen. Also, wenn man sich anschaut, wer sich äußert, dann hat man die Regierung, die bezieht Stellung und dann gibt es Proteste dagegen oder Kritik daran. Sylvie sagt es ja, man hat jetzt sozusagen nicht mehr das klassische Links-Rechts-Schema. Das ist ja seit 2017 nicht mehr aktuell, das sagt ja Sylvie bereits. Und dann gibt es ja auch nicht viele neue Gesichter. Also Éric Zemmour ist ja auch wirklich nicht neu. Also es gibt keine neuen frischen Gesichter. Das letzte frische Gesicht war Emmanuel Macron selbst 2017. Aber es gibt Äußerungen und Meinungsäußerungen, die also von der Regierung getätigt werden. Und das in Anbetracht einer Situation, der wir ausgesetzt sind. Und dann gibt es die Meinungsäußerungen und Standpunkte, die sozusagen rhetorisch sind, die aus Prinzip getätigt werden. Wir werden sozusagen das Verteidigungsbudget erhöhen. Wir werden 60, 65, 70 Prozent. Und unabhängig von der Diskussion, die in Deutschland dazu diesem Thema stattfindet, ist das sehr viel mehr als dort. Also es war aber kein Thema. Keiner hat von der Bewaffnung Europas gesprochen. Und wenn Deutschland 2% des Bruttoinlandsproduktes für den Verteidigungshaushalt ausgeben sollte, wie es gefordert wird, dann wird das insgesamt trotzdem sehr viel mehr Geld sein als Frankreich mit seinen sehr viel höheren Prozentzahlen. Nun ist Emmanuel Macron der Amtsinhaber und der Kandidat. Und er hat sich dazu entschlossen, eben aus diesem Amt heraus auch sich zu äußern. Und unabgeachtet der ukrainischen Krise gibt es ja auch die EU-Ratspräsidentschaft. Und Joe Biden war da und man hatte also ein digitales Paket. Sozusagen, das Programm geht weiter. Es gibt also Chats, es wird also im Zuge der EU-Ratspräsidentschaft weiterhin diskutiert.
Und das ist natürlich auch sehr gerechtfertigt in Anbetracht der Forderungen, die im Raum stehen. Mehr Souveränität, mehr Macht für Europa, Unabhängigkeit, eine Übergangsagenda für die Energiewende und die Unabhängigkeit, um die Abhängigkeit sozusagen zu reduzieren. Also das sind ja sehr legitime Themen. Das heißt, das wurde antizipiert. Und wohingegen wir den Krieg in der Ukraine nicht antizipieren konnten. Also, was kann die EU tun? Ein Teil der Antworten ist ja durch diese EU-Ratspräsidentschaft schon gegeben worden. Und jetzt spreche ich hier unter der Kontrolle von Sylvie. Und kann bestätigen, dass man sich sehr vorsichtig ausgedrückt hat, zusammen mit den Sanktionen, die gefordert wurden. Jeder kann sagen, sagt Sanktionen, ja, man braucht Sanktionen, aber es war alles sehr allgemein. Und niemand wird sagen, dass man keine Sanktionen aussprechen sollte. Also es ist also klar, dass es dieser Krieg ein sehr grausamer ist. Die aktuellen Bilder zeigen das und bezeugen es. Aber auch hier nähern sich die Standpunkte im Großen und Ganzen an, denn letzten Endes gibt es keine Alternative. Denn man hat im Prinzip die Wahl zwischen nichts tun oder sich in kriegerische Auseinandersetzungen zu begeben oder eben über Sanktionen zu reden. Die Aufnahme von Flüchtlingen, das hätte auch ein Thema sein können, das die Kandidatin spaltet. Monsieur Zemmour hätte ja durchaus, was er nicht getan hat, sich zu diesem Thema zu profilieren. Das heißt, wir haben nicht die klassische Rechts-Links-Spaltung bei bestimmten Themen in Anbetracht des Dramas. Und selbst der Austritt aus der NATO, der von einigen Kandidatinnen zu einem gewissen Zeitpunkt geäußert und gefordert wurde, davon hört man auch nicht mehr so viel. Das wird nicht mehr sehr stark betont. Nun zur Frage der Kaufkraft. In der Tat wird diese Frage wirklich entscheidend sein für den Ausgang der Wahlen. Und auch diese Frage der Kaufkraft ist ein durchaus europäisches Thema. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Sanktionen kurz- oder mittel- oder langfristig managen, wie unabhängig wir werden von Importen, auch die Haushaltsdisziplin, die Haushaltsstrenge in Anbetracht von außergewöhnlichen und unerwarteten Umständen. Wir hatten vorher die Pandemie, die war nicht erwartet. Nun haben wir den Krieg und auch dann diese Wiederbewaffnung. Das ist ja eine sehr schwerwiegende Auswirkung. Und wir haben ja eben auch mit unseren deutschen Freunden sehr viel darüber diskutiert, diese Aufrüstung und die Aufnahme von Flüchtlingen. Auch das wird Preiserhöhungen zur Folge haben, Nahrungsmittel, alles wird teurer. Und das wird sich auf die Bürger auswirken. Da kann man eine nationale Rhetorik haben, aber Aktionen können nur europaweit organisiert werden. Frau Le Pen kann sagen, was sie findet. Aber unterm Strich ist das Reden und nicht Handeln. Denn zum jetzigen Zeitpunkt ist es ja noch ein Ankündigen. Danach muss man dann genau hinschauen, wie in Europa mit den europäischen Partnern zusammen diese Dinge angegangen werden, um die Kaufkraft der Bürger zu schützen, nicht nur in Frankreich. Also, es gibt die Außenpolitik und es gibt die europäische Politik, aber beides geht nur zusammen. Und Emmanuel Macron hat im Prinzip mit seinem Wahlprogramm mehrere Themen abgedeckt, also auch den Wahlkampf, die Kaufkraft indirekt, aber er hat es eben nicht so sehr hervorgehoben. Er hat europäische Politik gemacht. Frau Botschafterin, für Ihre Einschätzung, für Ihre Kommentare. Es ist wichtig zu erwähnen, es war eine bewusste Wahl, Emmanuel Macrons die Ratspräsidentschaft im ersten Semester 2022 stattfinden zu lassen. Er wusste um die Risiken beim Zusammenspiel mit dem französischen Wahlkampf. Jetzt kam der Krieg in der Ukraine hinzu. Übrigens das zweite Mal, dass eine französische Ratspräsidentschaft von
einem Krieg beeinflusst wird nach 2008 und dem Georgienkrieg bereits. Ich finde es sehr interessant, dass Sie sagen, im französischen Wahlkampf gibt es eigentlich nicht viel Neues und dass man in den Diskussionen fast darüber redet, welche Themen keine Rolle spielen, die eigentlich es verdient hätten, auch in Frankreich im Rahmen des Wahlkampfes diskutiert zu werden. Beispielsweise die Frage, die Sie erwähnt haben, nach der Wiederbewaffnung Deutschlands beziehungsweise der Wiederbewaffnung der Aufstockung des deutschen Militärbudgets, der Konsequenzen für die Balance innerhalb Europas, der Frage nach dem Sanktionsregime gegenüber Russland und den Auswirkungen auf die Wirtschaft in Frankreich, in Deutschland und auch in anderen Mitgliedstaaten, die Frage der Migration. Abschließend das Thema Kaufkraft, das mit all diesen Themen zusammenhängt. Wie eingangs aber schon gesagt, ist es nicht mal einfach und gerade in Wahlkampfzeiten diese Zusammenhänge vielleicht deutlich zu machen und darzustellen. Nach diesen zwei Einschätzungen aus Frankreich von französischen Experten für Außenpolitik darf ich nun das Wort an Herrn Botschafter Bitterlich geben und um Ihre Einschätzung, um das Zusammenspiel vielleicht zwischen dem französischen Wahlkampf, dem Krieg in der Ukraine und auch der Ratspräsidentschaft bitten. Herr Ross, herzlichen Dank. Sie werden erlauben, ich benutze meine Muttersprache und nicht meine Arbeitssprache. Ich bleibe etwas zunächst einmal in der deutschen Sprache. Wissen Sie, was mir anheimgeht, wenn ich den Wahlkampf beobachte und ich mache halt diese regelmäßige Navette zwischen Berlin und Paris, beziehungsweise bin in Frankreich oft auch auf dem Lande, reise auch in Frankreich. Das ist für einen Deutschen ist im Grunde dieses französische System bis heute eine andere Welt. Es ist unverständlich. Das, was ich gelernt habe im Studium, diese republikanische Monarchie und demgegenüber die knallharte deutsche Demokratie heute, ja, als Gegensatzpaare, die völlig anders funktionieren. In Frankreich geht es eher um Personen, denn um Parteien. Sylvie Kaufmann hat zu Recht darauf verwiesen, auf die Implosion letztlich von Parteien in Frankreich. Die stolze ehemalige PS heute bei 2%. Die Linke wird vertreten von Mélenchon. Mitterrand würde sich im Grabe rumdrehen, einfach gesagt. Und auf der anderen Seite ist es nicht viel anders. Die Mitte-Rechte zerreißt sich gegenseitig mit vielem Scheinbaren im Wahlkampf und mit wenig Echtem. Und mir sagen viele Freunde, ach, weißt du, Macron wird letztlich die Wahl doch wieder gewinnen, keine Sorge, auch wenn die Wahlbeteiligung eine echte Sorge ist, ja. Und das sehe ich bei vielen hier in Frankreich, dass viele nicht zur Wahl gehen wollen und sagen, es ist nicht notwendig, warum denn auch? Die interessiert sich ja doch nicht für uns, in Wahrheit. Aber das Interessantere, man sagt immer, nach der Wahl ist vor der Wahl, das Interessantere könnte letztlich die Wahl zur Assemblée Nationale im Juni, wo es ja auch schon Spekulationen gibt, ob man sie mit einem gewissen alten Trick 3 Wochen vorverlegen könnte, aber das passt dann nicht wegen der Sonntage. Es lebe die Spekulation. Frankreich liebt diese Debatten über Spekulieren, ja, auch wenn nichts dahinter ist, auch wenn es, wie mir viele sagen, dann Blabla mehr ist als sonst etwas. Aber das wird für mich die interessantere Debatte lauter. Meine These ist einfach, wir werden eine schwierigere Zeit haben nach dieser Wahl, als wir es in den letzten 5 Jahren hatten. Und damit bin ich automatisch beim dritten Thema. Themen, das ist richtig, meine Damen, sind völlig in den Hintergrund getreten. Hauptthema natürlich Kaufkraft, wobei ich erschrocken bin darüber, wie schwer sich die Kandidaten, Parteien, aber auch die Medien mit dem Thema Kaufkraft tun. Ich sehe 20 Themen Kaufkraft, ja, aber alle schwimmen bei dem Thema, ich sage fast entsetzlich. Ja. Und das, mich erstaunt das nicht. Ich sage mal, die Wirtschaftsseite ist immer schwächer geworden in den Medien, ja, beziehungsweise auch bei Kandidaten. Mich minder interessant sind natürlich Fragen nach dem Gesundheitssystem und seinem Funktionieren, nach dem Millefeuille à la Française. Die französische Verwaltung im Grunde funktioniert nicht, nur Claude France danach fragt zurzeit niemand, erstaunlicherweise. Oder das Thema Immigration wird geritten von einer Seite, zum Teil
ich nenne das jenseits der Realität irgendwo. Und das vierte Thema Umwelt wird im Grunde ist weitaus schwächer, als es in Deutschland wäre. Ja. Es wurde Europa genannt. Ich sage Ihnen offen, bevor man über Europa redet, muss man im Kopf haben, für mich droht uns im Herbst ein neuer Herbst mit den Gilets jaunes, mit den Gelbwesten, da sich die Regierung, da sich die da oben mit dem Thema Wirtschaft, Kaufkraft und mit allem, was damit im weitesten Sinne zusammenhängt, sehr schwer tun, weil sie es bisher nicht in den Griff kommen, in keiner Weise. Ich höre das immer wieder, wenn ich rausgehe aus der Glocke Paris. Ja. Und wenn ich Europa höre, ja, meine Damen, ich glaube, dass die Mannschaft um Macron in dieses Thema reingegangen ist und sie hätte wirklich mehr nachdenken müssen. Und sie hat einen für mich auch falschen Erwartungshorizont im Kopf gehabt. Herr Nickel erinnert sich vielleicht noch an die Zeit, ich musste auch meine deutsche Präsidentschaft organisieren, mitten mit einer deutschen Wahl mittendrin. Und ich hatte damals eine völlig andere, ich nenne das Weisungslage, meines Bundeskanzlers, der eine völlig andere Linie vertrat, als Macron versucht hat, hier zu vertreten mit dem Auftritt im Europäischen Parlament und. Wobei alles dieses absehbar war. Und daher habe ich meine Zweifel, ob dieses Vorgehen in der Form so richtig war. Es war für mich zu sehr von Wunschdenken geprägt, auch was diesen informellen Europäischen Rat in Versailles betroffen hat, wo man von der deutschen Seite bitte ja nicht 100 Milliarden für die Bundeswehr erwartete, sondern etwas einen völlig anderen Scheck, wenn man so will. Die Franzosen lagen irgendwo, ich weiß nicht, dazwischen, obwohl sie auf der anderen Seite im letzten Jahr die richtigen Themen gesetzt hatten. An der Spitze für mich ein Thema strategische Autonomie. Nur, man darf dieses Thema in Europa nicht verkaufen mit dem Thema europäische Souveränität. Das kommt über den Grenzen des Frankreichs irgendwo nicht richtig an, wenn man so will. Das verstehen andere gar nicht. Daher, ich sage mal, Management, erhebliches Thema. Nur, bitte, wir verlieren jetzt mal wieder ein paar Monate in Europa, das ist richtig, leider. Sie werden eines sehen, die Berliner um Olaf Scholz werden zu deutsch-französischen Projekten und Absichten stehen. Auch wenn manche in Paris was völlig anderes erwarten mittlerweile. Ich merke da eine gewisse Verunsicherung, vielleicht auch eine absichtliche Verunsicherung zum Teil hinter den Kulissen. Aber die Berliner werden dazu stehen. Ja. Und auch die Pariser müssen halt langsam lernen, wie das Berlin funktioniert. Wie umgekehrt wir lernen müssen, wie Paris funktioniert. Ich höre auf der einen Seite, wir sind noch so eng zusammen wie noch nie. Und auf der anderen Seite lerne ich dann, wenn ich eine Reihe von, ich nenne das europäischen Dossiers durchackere, dass wir so weit voneinander entfernt sind, auch wie noch nie. Und damit stoppe ich einfach mal, denn es kommt in Wahrheit ja in Europa auf beide an. Und ich hoffe sehr, dass beide sich sehr schnell wieder fassen und zu einer entschlossenen Arbeitsweise kommen. In dem Sinne eine weitere Diskussion. Danke. Ja, herzlichen Dank auch an Sie, Herr Botschafter Witterlich, für diesen Blick zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Paris und Berlin auch, für die Spekulationen zu den Parlamentswahlen, die in diesem Jahr tatsächlich vielleicht spannender sein werden als die Präsidentschaftswahl. Auch die Erwartungen von Ihrer Seite, die wir vielleicht in der kommenden Diskussion aufnehmen können, dass bei einer Wiederwahl Emmanuel Macrons schon im Herbst eine Wiederholung vielleicht der Gelbwesten-Proteste anstehen könnte in Verbindung mit dem Thema Kaufkraft. Bevor wir nun die Fragen öffnen für unser Publikum und an dieser Stelle schon mal die Aufforderung an Sie, es gibt schon Fragen im Chat, weitere Fragen hinzuzufügen, sich Gedanken zu machen, möchte ich vielleicht mit einer ersten Runde an Fragen beginnen.
die noch einmal die Außenpolitik in den Blick nehmen. Wir haben jetzt in den vergangenen Minuten viel über den Wahlkampf geredet, die Außen- und Europapolitik auch schon gestreift, aber vielleicht doch noch mal eine kurze Bilanz zu ziehen, bevor wir dann in die Diskussion gehen und uns mit der außenpolitischen Bilanz Emmanuel Macrons beschäftigen. Frau Kaufmann, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Die Initiativen der französischen Diplomatie in den vergangenen 5 Jahren, auch die persönliche Initiative Emmanuel Macrons, das Zugehen auf Wladimir Putin und der Versuch, Russland und Herrn Putin persönlich in eine sogenannte europäische Sicherheitsarchitektur einzubinden. Diesen Ambitionen wurde mit dem Krieg in der Ukraine jetzt ein Schluss gesetzt. Man musste erkennen, dass man hinters Licht geführt wurde, dass Zusagen an Zusagen sich wiederholt nicht gehalten wurde. Und der Krieg in der Ukraine beendet das. Ist das wirklich ein Abschluss oder wird es auch nach dieser französischen Wahl und vielleicht nach dem Ende des Kriegs in der Ukraine weiterhin den Versuch geben, aus Frankreich, aus der französischen Diplomatie, aber vielleicht auch aus dem Élysée-Palast Russland verstärkt einzubinden? Oder ist das mit diesem Krieg in der Ukraine jetzt wirklich Geschichte? Je crois qu'on est passé à totalement autre chose. Ich glaube, wir sind zu etwas völlig Neuem übergegangen. Wir sind in einer ganz neuen Phase. Diese Sicherheitsarchitektur in Europa, die sozusagen geplant war und die von Emmanuel Macron geplant war und die er aufbauen wollte, gemeinsam mit Russland und mit ganz Europa, all das ist nicht mehr möglich. Wir sind in einer ganz neuen Situation. Das glaube ich. Jedenfalls. Natürlich interessiert mich dann auch die Meinung von Claude und von Herrn Witterlich zu hören dazu. Macron spricht nicht mehr darüber, jedenfalls. Natürlich spricht er nicht mehr darüber. Er spricht noch regelmäßig mit Putin, aber da geht es nicht um Verhandlungen oder. Da geht es einfach nur, dass man den Kontakt nicht abbrechen lassen möchte, den Kontakt aufrechterhalten möchte. Er erreicht nichts damit. In der Zeit vor dem Krieg, da gab es ja diese Reise nach Moskau, Anfang Februar zum Beispiel, diese Bemühungen und sehr lange Telefonate mit Putin. Er versuchte damit, ihn sozusagen vom Krieg abzubringen. Aber das ist ja nun ein Misserfolg. Der Krieg ist ausgebrochen und er hat außerdem gelogen. Putin hat gelogen, er hat ihn mehrfach hintergangen. Macron bleibt im telefonischen Kontakt. Im Élysée-Palast sagt man ganz klar, dass man sich davon nichts Großes erhofft. Es geht wirklich darum, dass der Kontakt nicht abbricht. Ja, natürlich möchte er einen Waffenstillstand, er möchte vielleicht Zeit gewinnen, einige Stunden Feuerpause erwirken, damit man Menschen aus Mariupol evakuieren kann. Also sehr kurzfristige Ziele. Und im Allgemeinen geht es im Prinzip darum, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Denn es braucht ja irgendjemanden, der sich mit Putin unterhält, der mit ihm im Gespräch bleibt. Ich glaube, wir sind hier nicht mehr in dem Schema mit großen Projekten, im Rahmen einer Sicherheitsarchitektur, und sie wurden ja auch zum Teil kritisiert, diese Projekte. In Frankreich haben wir sehr häufig gesagt, das führt zu nichts. Und wenn der Krieg dann eines Tages zu Ende sein sollte, dann schauen wir, wie wir unsere Situation an, welche Situation in Europa, in der Ukraine, und dann kann man vielleicht diese Diskussion wieder aufgreifen, aber im Moment ist das nicht möglich, meiner Meinung nach. So sehe ich jedenfalls die Situation. Dass Sie uns in Erinnerung rufen, dass Emmanuel Macron persönlich und dass die französische Diplomatie auch in den Wochen und Monaten vor der russischen Invasion, der erneuten russischen Invasion der Ukraine sehr aktiv war, um diesen Krieg noch zu verhindern. Dazu vielleicht eine Frage an Frau Botschafterin Anou, mit Ihrer Erfahrung als Botschafterin in Belgien, auch mit Ihrer Erfahrung aus Brüssel. Die französische Russlandpolitik und die Russlandpolitik Emmanuel Macrons wurde
wie bereits erwähnt, in der Vergangenheit sehr kritisch gesehen. Die diplomatischen Bemühungen vor dem 24. Februar waren aber jetzt, so der Eindruck, auf jeden Fall in Deutschland wesentlich besser abgestimmt mit anderen europäischen Mitgliedstaaten, insbesondere in Osteuropa. Man hat sich Mühe gegeben, den Eindruck zu verhindern, dass hier unilateral und ausdrücklich nur aus Paris oder vielleicht im deutsch-französischen Verbund diese Initiative gesucht wird. Ist das eine Entwicklung der französischen Außenpolitik unter Emmanuel Macron, auch der französischen Europapolitik, dass man vielleicht jetzt insbesondere mit der EU-Ratspräsidentschaft, aber auch darüber hinaus mehr die Abstimmung sucht mit anderen EU-Mitgliedstaaten? Frau Anou, wenn ich Ihre Einschätzung darf. Ja, eine mögliche Wandel der Außenpolitik. Es gibt eine Konstante in jeder Diplomatie. Das heißt, niemals die Hoffnung verlieren, um alles zu versuchen, um seinen Einfluss geltend zu machen. Das ist eine Regel. Ja, es stimmt, Putin hat Macron angelogen, aber er hat alle angelogen. Ich weiß jetzt nicht, was er zu den Chinesen gesagt hat, aber... Ich bin hier irgendwie im falschen Kanal und höre gleichzeitig die Übersetzung. Hören Sie mich noch? Ja, sehr gut. Donc c'est also. Il y a un intérêt à ce que l'Union européenne, ein Interesse für die gesamte EU, nicht nur für Macron. Es geht sozusagen Frankreich und Deutschland, die sich ja in dieser Diskussion abwechseln mit Putin. Und das auf konzertierte Art und Weise. Ich weiß nicht, ob es leicht ist, zwischen beiden sich abzustimmen, aber der Wille ist da auf jeden Fall. Das heißt, dieses deutsch-französische Tandem will gemeinsam auftreten. Natürlich möchte man gleichermaßen niemanden andere abhalten. Das heißt, EU-Präsident, Präsident der EU-Kommission und andere sind natürlich davon nicht ausgeschlossen. Man versucht zu reden, damit man weiter im Gespräch ist. Denn man möchte ja, könnte ja anderenfalls einfach sagen, ja, man hat uns angelogen, jetzt reden wir nicht mehr, aber es gibt ja keine Alternative zum Dialog. Und es ist ja im Prinzip auch im Kalten Krieg so gewesen, dass es immer eine gewisse Dialog gab. Auch bei Themen wie Verteidigung und Sicherheit ist ja Dialog wichtig. Und er hat deshalb nicht gezögert, den Dialog aufrechtzuerhalten. Und jetzt war von Belgien die Rede und alle europäischen Länder erwarten von den politischen Verantwortlichen, dass sie irgendwie etwas unternehmen und mit Putin im Dialog bleiben. Nicht, weil sie ihn mögen oder weil sie ihm freundschaftlich gestimmt sind, sondern weil es alle wissen, wie wichtig es ist, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass es notwendig ist, weiter darüber nachzudenken, welche Beziehungen wir in Europa entwickeln möchten. Zunächst erst einmal sollten wir mehr darüber nachdenken, als darüber zu reden. Denn zum Beispiel sprach Frau von der Leyen vom Beitritt, vom EU-Beitritt der Ukraine. Das in dem Moment, wo dort sozusagen die russische Invasion stattfand. Das ist ein Gefühl, aber das ist nicht Außenpolitik. Und damit regelt man keine Probleme. Und wir sehen ja die Ergebnisse der Wahlen in Serbien. Das heißt, man muss mit solchen Themen vorsichtig sein, EU-Beitritt. Das sind bestimmte Themen, die zu diesem Zeitpunkt besser vielleicht nicht genannt werden. Denn wenn man das einmal ankündigt, dann muss man zurückrudern. Und das sieht dann natürlich auch nicht besonders gut aus in Anbetracht des ukrainischen Volkes, das gegenwärtig so stark leidet, ist das dann keine gute Geste. Und dann gibt es ja im Prinzip auch noch andere europäische Länder, also die Ukraine, aber auch andere. Wir wissen nicht, wie es wird.
das schlimmste Szenario ist, dass wir hier einen Staat haben, dem wir nicht helfen können und wollen. Ein besetztes Land. Aber wenn es ein Land ist, dem wir helfen wollen, dann müssen wir uns mit dem Thema des Wiederaufbaus beschäftigen, mit Themen wie Sicherheit. Wir müssen über die Art und Weise nachdenken, wie wir Hilfe leisten. Die für Staaten, die nicht in der NATO sind, aber die trotzdem Sicherheitsgarantien brauchen. Denn wir als EU, als EU-Mitgliedstaaten, und dann gibt es ja eben auch noch Finnland und Schweden, die nicht in der NATO sind. Ich sage Finnland und Schweden, weil sie hier in erster Linie auch gemeint sind. Aber ob das nun den Balkan anbelangt oder Georgien, die Ukraine, wir müssen jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt definieren, wie wir sie unterstützen wollen. Wir brauchen ja Außenpolitik. Wir können nicht abwarten, was dieser Krieg bringt, um dann über die europäische Sicherheitsarchitektur nachzudenken. Das ist dann zu spät. Ich persönlich denke, dass wir jetzt nicht sagen sollten, dass wir uns geirrt haben hinsichtlich Wladimir Putins. Er hat ein Verbrechen begangen, aber wir müssen trotzdem irgendwie eine Beziehung zu Russland schaffen, denn andernfalls kommen wir nicht weiter. Und dann wird das Machtzentrum woanders sein, ob das Technologie anbetrifft, Verteidigung, Sicherheit. Wir brauchen also eine Vision für eine nahe Zukunft. Und diese beinhaltet auch die Festlegung einer Beziehung zu Russland. Wir dürfen uns davon nicht zu sehr entfernen. Wir dürfen nicht abwarten. Es gibt ja gemeinsame Standpunkte, Punkte, die wir teilen. Wir sind natürlich nicht immer einig, aber wir sollten das nicht wegschieben und andere profitieren davon, von unserem Vakuum. Das ist ja in der Geschichte schon sozusagen oft so gewesen, dass wir uns sozusagen in den kollektiven Selbstmord begeben und andere profitieren davon. Schauen wir uns an, was in den verschiedenen Weltregionen passiert. Wir dürfen nicht naiv sein. Und wir müssen jetzt, ab sofort, ganz konkret, mit so wenig wie möglich öffentlichen Erklärungen daran arbeiten, welche möglichen Beziehungsschemata man andenken könnte zu Russland, mit Russland. Das ist eine dringende Notwendigkeit. Und damit darf ich Sie bitten, Herr Bitterlich, vielleicht Stellung zu nehmen zu dem, was schon gesagt wurde von Frau Kaufmann und von Frau Anou. Und vielleicht von meiner Seite nur der Anstoß oder die Frage, Sie sprachen gerade, Frau Anou, von den Konsequenzen, an die bereits jetzt gedacht werden sollte, wie die Beziehung zu Russland aussehen kann, aussehen wird nach dem Ende dieses Kriegs, welche Schritte die richtigen sind, welche vielleicht auch die falschen waren. Sie sprachen die Frage der EU-Mitgliedschaft der Ukraine an. Welche Rolle kann in all dem der strategische Kompass spielen, der gerade zwischen Deutschland und Frankreich ein wichtiges Instrument war, der unter deutscher Ratspräsidentschaft 2020 angestoßen wurde, der nun öffentlich ist. Der Prozess ist abgeschlossen, zumindest offiziell. Das Ergebnis wurde vorgestellt und besprochen am 24. und 25. März in Versailles. Hat der Krieg in der Ukraine diesen Prozess ein bisschen neues Leben eingehaucht, beziehungsweise diesen Prozess dringlicher gemacht aus Ihrer Sicht, und kommt der strategische Kompass zu den richtigen Schlüssen? Herr Ross, ich kann Claude France nur zu beipflichten. Nur ich gehe ein Stück weiter. Denn in Wahrheit haben wir doch vor uns zwei parallele Arbeitsagenden, die beide hochdringlich sind. Das eine nennen wir es die Krisenagenda. Ja. Das ist das Thema Energie, das ist das Thema Flüchtlinge, das ist das Thema europäische Sicherheit und Verteidigung, wo wir im Grunde nirgendwo sind bisher, wenn wir es brutal sehen. Wir sind nicht dort, wo wir manchmal Glauben machen irgendwo. Wir sind bei weitem nicht da. Und die andere Arbeitsagenda, und da hat Claude France völlig recht, ist, wir brauchen ein grundlegendes Nachdenken über, wie halten wir es mit den Nachbarn? Und an den Nachbarn, wir haben dabei einen sehr großen, einen größten, das ist halt Russland. Wie halten wir es mit den Nachbarn im Osten?
Und ich kann leider uns eines nicht ersparen, das, was zu Beginn jeder Überprüfung im Grunde stehen muss, das ist das selbstkritische Denken. Und das scheint mir immer noch nicht irgendwo vorhanden zu sein. In kleinen Maßen ja. Ich rede auch, jawohl, Putin begeht Kriegsverbrechen. Es ist eine Invasion eines anderen Landes, die er begeht. Nur bitte, wir haben nicht bemerken wollen im Westen Europas, dass sich da eine Veränderung im Gange war. Und ich könnte jetzt alle Etappen darauf nachzeichnen. Und aber für die Vergangenheit, gut, die ist vorbei, die ist hinter uns. Nur, pardon, wir haben es völlig unterschätzt. Wir waren naiv in gewisser Weise gegenüber Putin und gegenüber seinem inneren Status auch in Russland. Ja. Es ist für mich hochinteressant mitzuverfolgen, dass ich zurzeit in dieser konzentrierten Weise wieder auf einmal viel mehr mitbekomme für eine realistische Sicht, was dort ist, ja, was dort sein könnte, was wahrscheinlich ist, als in den letzten Jahren, als wir auf einer Wolke 7 irgendwo lebten noch und Schwierigkeiten hatten, von der Wolke runterzukommen. Und das Wichtige ist für mich wirklich, ist, dass wir wirklich anfangen, echt darüber nachzudenken, liebe Europäer, wir halten es wie mit unserer Nachbarschaft. Ich habe im Kopf immer noch das erste große sicherheitspolitische Dokument der EU 2003 unter Javier Solana, nach dem Motto, eitel Sonnenschein, eitel Freude, wir sind von Partnern und Freunden umgeben. Ende der Durchsage. Und wenn Sie heute diesen Halbmond um Europa sich anschauen, ja, so ist dieses ein Halbmond von Krisen und Konflikten. Alles hat sich völlig anders abgespielt, als wir alle prophezeien wollten. Wir haben alles zu schön gesehen. Die große deutsche Linie, Handel durch Wandel oder Wandel durch Handel, wie man auch immer will, ja, ist missglückt. Sie ist in Afghanistan völlig gescheitert. Einer der Gründe Afghanistans ist diese deutsche Prämisse. Und auch gegenüber dem Osten, gegenüber Russland, ist das auch eine dieser deutschen Prämissen. Und wir müssen uns jetzt einfach hinter den Kulissen, ohne große permanente Erklärungen oder Herr Lehrer, ich weiß was, hinsetzen und wirklich nachdenken darüber, was unsere künftige Politik sein könnte, sein müsste, sein sollte, zur Vertretung unserer vitalen europäischen Interessen. Und an der Spitze dazu müsste sein ein deutsch-französisches Nachdenken, was nicht nur diese Nachbarschaftspolitik einschließt, sondern zum Beispiel ein gemeinsames Vorgehen in Sachen Sicherheit und Verteidigung. Ich sehe, wir könnten darüber gerne diskutieren. Ich habe das erlebt in den letzten Monaten bei dem Thema Nukleares. Und zwar hier in Paris, nicht in Berlin. Berlin ist auf Tauchstation irgendwo. Aber das sind Themen, die ich mal behandelt habe vor langen Jahren, ja, aber die im Grunde völlig von der Tagesordnung verschwunden sind und die heute im Grunde diskutiert werden müssten. Alles schwierige Themen, sind Tabus dabei auf beiden Seiten. Und es wird Zeit, dass wir uns wirklich ernsthaft an die Arbeit machen. Ja, vielen Dank für diesen fast schon Rundumschlag. Und ich würde mich jetzt freuen, wenn wir in der Diskussion auch mit den Mitgliedern, mit unseren Gästen die Verbindung herstellen, eben zu dieser Präsidentschaftswahl, die nun ansteht. Herr Macron ist mit Sicherheit einer der Gestalter, die etwas verändern wollen. Das hat er deutlich gemacht in den vergangenen 5 Jahren mit vielleicht einem ambivalenten Ergebnis, aber die doch diese Debatten anstoßen möchten. Frau Kaufmann, Sie reagieren wollen. Sie hatten die Hand gehoben auf das, was Herr Professor Bitterlich gerade sagte. Vielleicht mit der Bitte um Kürze, damit unsere Gäste und Mitglieder dann die Gelegenheit haben, ihre Fragen zu stellen. Ja, ganz kurz. Ich wollte einfach nur etwas ergänzen, denn wir haben ja von Macrons Politik gesprochen vorhin. Was gibt ja auch noch ein anderes Thema seiner Agenda seines letzten Mandats? Ja, er sagte ja oft, dass Europa souveräner sein muss. Das war ja ein wiederkehrendes Thema seiner Amtszeit. Und dass man darüber nachdenken muss. Und die beiden Krisen, die wir sozusagen erlebt haben und gegenwärtig erleben, also der
den Ukraine-Krieg und die Konfrontation mit Russland und auch die Gesundheitskrise, die Pandemie. Diese beiden Krisen haben gezeigt, dass es wirklich ganz wichtig ist und war und sein wird, dass Europa unabhängig ist. Das heißt, es betrifft sowohl medizinische Substanzen oder Ausrüstungsgegenstände oder eben auch beim Thema Energie die Abhängigkeit von Russland. Und dieser Slogan, das war ein Slogan, zumindest hatte man den Eindruck, Europas Souveränität, zu Beginn seiner Amtszeit sah man das so. Und nun ist das wirklich etwas sehr Konkretes geworden. Und es ist Realität geworden. Also man sieht, dass man diese Souveränität braucht, das wollte ich ergänzen. Mit einer Frage, die uns im Chat gestellt wurde von Herrn Ahlefeld, die sich gleich an Sie wieder richtet, Frau Kaufmann, und zwar fragt Herr Ahlefeld, ob es ein Vorteil war im aktuellen Wahlkampf für Präsident Macron, dass er eben keinen Wahlkampf im inneren Sinne machen musste, das wurde auch schon angesprochen, sondern sich oft auf die große Diplomatie, auf die Telefonate mit Präsident Putin, mit Präsident Zelensky und auf die internationale Politik konzentrieren konnte. Und daran angeschlossen vielleicht noch eine zweite Frage, welche anderen Themen wurden versucht, in diesen Wahlkampf einzubringen von Oppositionskandidaten und Kandidatinnen? Und welche darauf sind vielleicht auf positive Resonanz gesprochen, Frau Le Pen und die Kaufkraft vielleicht einmal ausgenommen? Über das hatten wir ja schon gesprochen. Rapidement, parce que je crois que j'ai un petit peu répondu déjà à la. Ich habe ja auf die erste Frage schon ein wenig geantwortet. Es war ja ein Vorteil und ein Nachteil gleichzeitig, dass er Amtsinhaber war. Er konnte sich präsentieren als Staatsoberhaupt, als Anführer, als Staatsmann. Ja, er war auch so ein bisschen oberhalb aller anderen Kandidatinnen. Aber es hat ihm auch geschadet, denn es hat ihn darin gehindert zu zeigen, dass er eben auch sich um die täglichen Probleme der Französinnen und Franzosen kümmern kann und will. Gerade beim Thema Kaufkraft. Das ist ja in dieser Zeit auch sehr stark sozusagen rückläufig gewesen, die Kaufkraft. Ja, Kaufkraft. Thema Nummer eins hatten wir schon gesagt. Dann Renten. Finanzierung der Renten. Auch das war ein Thema. Es gab auch die Frage der Finanzierung von Sozialprogrammen. Das Thema der Einwanderung war zu Beginn des Wahlkampfes sehr wichtig. Vor allen Dingen befeuert durch Eric Zemmour und Marine Le Pen. Aber nun spricht man sehr viel weniger darüber. Zunächst erst einmal ist ja Eric Zemmour in den Umfragen sehr stark nach hinten gerutscht und Marine Le Pen hat ihre Strategie angepasst. Sie spricht jetzt natürlich nicht von Themen, die Ärger verursachen könnten. Sie versucht sich ja als normal darzustellen und anschlussfähig und möchte spaltende Themen unbedingt vermeiden jetzt. Also sie treibt diese Themen nicht voran. Also Einwanderung ist jetzt etwas in den Hintergrund getreten. Und in den letzten Tagen sprach man viel von einem Thema, und das hat man natürlich vor allen Dingen getan, um Macron zu schaden. Und da geht es um diese Beraterfirmen. Das heißt, es gibt einen Bericht des französischen Senates hinsichtlich der Riesensummen, die vom Team rund um den Élysée-Palast und den Staatspräsidenten ausgegeben wurden für Beraterfirmen. McKinsey ist hier sehr genannt worden. Es ist ein aktueller Bericht und das Thema kam in den letzten Tagen auf, denn es dient natürlich dazu, Macron anzugreifen. 2017 hat man ihn angegriffen aufgrund seiner Bankkarriere bei Rothschild im Vorfeld seiner politischen Aktivitäten und man hat ihm immer vorgeworfen, dass er sehr, sehr eng mit der Banken- und Finanzwelt verbunden wäre. Und das ist also ein Thema, das in den letzten Tagen aufgeploppt ist und das könnte Ihnen einige Prozentpunkte kosten, aber es ist vielleicht nicht unbedingt das Thema, das Ihnen schaden kann. Merci. Herr Wermuth die Hand gehoben hat und würde Sie bitten, Ihre Frage direkt an unsere Gäste zu stellen. Okay, herzlichen Dank.
Ich nehme an, die Übersetzung ist besser als mein Französisch, also bleibe ich beim Deutschen. Ich denke, ich habe gerade ausgerechnet, dass die Staatseinnahmen Russland im März um 75% gestiegen sind dieses Jahr über letztes Jahr, nach 7.000 Sanktionen. Das heißt, noch ist der russische Staat gestärkt und die russische Bevölkerung geschwächt. Und Herr Habeck hat klargemacht, dass wenn wir viel Energie einkaufen in der ganzen Welt, dass wir dann eine weltweite Hungerkrise oben auf die Gelbwesten bekommen. Was wir also brauchen, ist eine Reduzierung der Energienachfrage. Und ich denke, eine Reduzierung der Energienachfrage kann man erreichen mit einer CO2-Besteuerung, so wie das Volkswirte weltweit seit 30 Jahren fordern. Wenn man CO2 besteuert mit 700 Euro die Tonne, das sind die Externalitäten, die Vollkosten, so wie man es im Grundkurs Volkswirtschaft lernt, damit eine effektive Wirtschaft entsteht. Darf ich Sie ganz kurz bitten, kurzer, zu Ihrer Frage zu kommen? Jawohl. Okay, also Platz für andere Fragen haben. Danke Ihnen. Danke Ihnen, jawohl. Also man kann mit einer solchen Finanzierung eine Klima- und Friedensdividende auszahlen von 400 Euro pro Kopf pro Monat an die europäische Bevölkerung. Und man könnte dann fordern von den Amerikanern und Engländern die Solidarität, ebenfalls so eine Steuer- und Klimadividende einzuzahlen, statt wie heute, Europa zahlt die hohen Preise und England oder Großbritannien und Amerika verdienen. Ist es nicht an der Zeit für Frankreich und Deutschland und die EU eine solche Steuer einzuführen und von den NATO-Partnern einzufordern, dass sie auch solch eine Steuer einführen und eine Dividende, die es sozial gerecht macht? Das sollte uns erlauben, endlich die Staatseinnahmen Russlands zu reduzieren und gleichzeitig auch den Klimawandel auszubremsen. Wäre das nicht auch ein Thema für Macron, um die Wahl zu gewinnen, zu sagen, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich setze mich ein für 400 Euro Friedens- und Klimadividende im Monat? Voilà. Danke für die Frage. Ich glaube, Sie, Frau Kaufmann, hatten schon erwähnt, dass im Wahlkampf Klima keine sonderlich große Rolle gespielt hat. Vielleicht eine Frage an Sie alle drei. Ich weiß nicht, wer antworten möchte. Frau Anou, Herr Bitterlich, ist die Energiesouveränität, die Frage der Unabhängigkeit von russischen fossilen Ressourcen, eine Frage, die jetzt im Anschluss an den Krieg, die auch im französischen Präsidentschaftswahlkampf mehr diskutiert werden sollte? Und was kann man vielleicht davon von Herrn Macron oder von den anderen Mitbewerberinnen und Bewerbern erwarten für die kommenden 5 Jahre? Ist das eine große europäische Frage und wie sollte sie beantwortet werden? Herr Bitterlich, vielleicht möchten Sie beginnen. Zumal ich in einem solchen Unternehmen gearbeitet habe, beziehungsweise solche beaufsichtigt habe, gerne. Was mich erstaunt an der Energiedebatte in Europa, es ist richtig, das Thema ist richtig, Energieabhängigkeit reduzieren. Völlig einverstanden, Frau Kaufmann, halte ich für das richtige Thema. Nur, wenn Sie wirklich hinter die Kulisse Energie schauen, ja, haben wir in Wahrheit keine abgestimmte europäische Politik, auch keine kohärente. Ich mache das immer fest an einem ganz kleinen, schönen Thema. Ich will das ganz schnell machen. Nämlich ein europäisches Stromnetz, ein echtes. Wir haben keins. Das blockiert Frankreich, das blockiert Deutschland, jeder vor sich. Und wir könnten sofort 10-15% Energie sparen durch ein echt funktionierendes, in der Sekunde laufendes europäisches Stromnetz. Kosten 10 Milliarden. Die haben wir doch bei weitem in Brüssel liegen, durch die wunderschöne deutsch-französische Initiative aus dem Jahr 2020. Nur an so ein Thema traut keiner ran, genau wie die Deutschen sich bisher noch scheuen, an das Thema Kernenergie heranzugehen, die den Deutschen sehr, sehr helfen könnte, Abhängigkeit von Gas zu reduzieren und auch schneller aus der Kohle rauszukommen. Aber das ist auch so ein Tabu. Ich stoppe hier. Ja, vielen Dank. Dann darf ich eine weitere Frage aus dem Chat aufnehmen von Frau Heimbach, die uns auch früher in der DGAP verbunden war. Guten Abend, Frau Heimbach, an dieser Stelle. Eine Frage, die sich an Frau Kaufmann richtet, die ich aber auch an unser gesamtes Panel stellen möchte. Da es auch eine schöne Spekulation ist, beziehungsweise keine schöne Spekulation, aber doch eine Frage, die sich zunehmend stellt mit Blick auf die Umfragewerte, die da ist, wie sähe eine französische Politik gegenüber Wladimir Putin aus, wenn Frau Le Pen am 24. April
zur Präsidentin Frankreichs gewählt würde. Ich stelle diese Frage vielleicht als erstes an Sie, Frau Arnoux. Bitte um die Einschätzung, wäre aber auch an den Einschätzungen unserer beiden anderen Gäste interessiert. Danke. Il me semble que la difficulté, si Madame Le Pen l'emportait, il est très difficile de concevoir une politique de gouvernement. Das sagte ich ja, wenn Sie jetzt sozusagen, wir können überhaupt nicht vorhersehen, was Sie sagen möchte. Also wir wissen von Valérie Pécresse und auch von Anne Hidalgo, was sie vorhätte auf europäischer Ebene, aber von Madame Le Pen weiß man nichts. Sie hat im Prinzip beschlossen, nicht über die Beziehung zu Russland zu sprechen. Aber andererseits beschlossen, dass sie sich aus deutsch-französischen Prüfungsprogramm zurückziehen würde. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, aber wir wissen nicht, was genau passiert, wenn Marine Le Pen in Regierungsverantwortung kommt. Es ist wirklich überhaupt sehr schwer vorstellbar, dass sie überhaupt regieren kann. Sie hat ja ihre Rhetorik. Sie ist ja demagogisch und eine Volksverhetzerin. Man hat sie immer als sozusagen Proteststimme, als so politische Oppositionsstimme im Kopf. Aber sie ist als Regierungsverantwortliche absolut unbekannt. Und wir wissen nicht, was sie und wie sie regieren würde. Merci beaucoup, Monsieur de Paris. Ich denke nicht, dass sie ein Parlament hätte, das hinter ihr stehen würde. Das ist, wird auch etwas, eine neue Situation sein. Claude France hat völlig recht, wenn sie sagt, ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass jemand, der irgendwie auf einer Wolke lebt und plötzlich herabsteigt und dann jetzt Frankreich unter den gegenwärtigen Bedingungen regieren will. Das kann ich mir nicht vorstellen. Entschuldigen Sie bitte. Da fehlt vielleicht ein Stück weit die Vorstellungskraft, auch gegen eine Mehrheit oder parlamentarische Mehrheit dann zu regieren. Frau Kaufmann, wie sehen Sie das? Wie sähe eine Russland-Politik Marine Le Pens aus? Oui, Madame Le Pen, de la présidence, d'avoir une position de la politique Also, ich bin sehr einverstanden mit dem, was soeben gesagt wurde. Wir wissen nicht, was sie tun wird, auch im Bereich Außenpolitik überhaupt. Das ist alles sehr vage. Wir wissen, dass sie natürlich Putin zugewandt ist. Und 2017 wollte sie aus dem Euro aussteigen, da wollte sie aus der EU raus. Dann hat sie dann irgendwann ihren Kurs geändert, davon spricht sie jetzt überhaupt nicht mehr. Und hinsichtlich Russland und auch den Vereinigten Staaten, das sind keine Themen. Wir wissen nicht mal, wer ihre politischen Berater sind. Sie ist immerhin jemand, der Russland um Geld gebeten hat. Und sie ist ja auch noch dabei, das Geld abzuzahlen, diesen Kredit. 9 Millionen Euro hatte sie, glaube ich, bekommen, um ihren Wahlkampf zu finanzieren 2017. Und sie zahlt es immer noch ab. Also. Das heißt, sie ist auch in den Kreml gereist und hat Putin voller Stolz persönlich getroffen. Also das weiß man. Und sie kann das natürlich jetzt irgendwie alles nur nach hinten schieben, aber man erinnert sich. Orban ist ja vorhin auch erwähnt worden und sein Wahlsieg. Und natürlich, wenn Marine Le Pen gewinnen sollte, dann wäre Orban etwas weniger allein, denn er ist ja letzten Endes gegenwärtig in Europa doch ziemlich allein und isoliert. Die Visegrad-Gruppe ist ja auch dabei zu implodieren. Und letzten Endes würde er eine neue Verbündete haben, auf jeden Fall. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Noch etwas möchte ich hinzufügen.
Herr Bitterlich sagte es mal, die Parlamentswahlen, die dann direkt darauf folgen werden, im Juni normalerweise, so ist das vorgesehen. Wir wissen nicht, ob es vorher eine Auflösung des Parlaments gibt und dass man die Wahlen vielleicht vorzieht. Aber wenn sie gewählt werden sollte, dann wird es natürlich eine Reaktion geben. Das heißt, eine Gegenbewegung und dann wären die Parlamentswahlen umso wichtiger. Das wird auf jeden Fall passieren. Nach diesen Antworten auf die Spekulationen zu einem möglichen Wahlsieg von Marine Le Pen. Herr Botschafter Nickel, Sie haben die Hand gehoben, eine Frage aus dem Haus an unsere Gäste. Hören Sie mich? Ja, okay, super. Ja, vielen Dank für die spannende Diskussion. Macron 2017 hatte sich sehr stark auf Deutschland konzentriert. Er hat Reden gehalten, die vielleicht nicht immer die Reaktion erfahren haben, die er sich gewünscht hat. Das hat durchaus auch zu gewissen Konsequenzen geführt. Wie ist der deutsche Faktor jetzt einzuschätzen, wenn, ja, also in der Hypothese, dass, also erstens mal in der Kampagne, aber zweitens dann auch, falls Macron die Wahl gewinnt? Danke. Wer möchte beginnen? Ich weiß nicht, wollen Sie, Frau Botschafterin Arnoux, Herr Professor Bitterlich? Ja. Ich fange mit dem schwierigsten Thema an, Kaufkraft. Also um die Gelbwesten im Herbst zu verhindern oder vorher oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt, muss man eine Antwort auf das Thema Kaufkraft finden, und zwar sehr schnell und das in deutsch-französisch abgestimmter Art und Weise, also über Haushalt, Stabilitätspakt, über diese Mechanismen. Vielleicht auch im Zusammenhang mit der GAP. Also es gibt eine Reihe von Fragen, die wirklich zentral sind. Also wirtschaftspolitische Maßnahmen, alles was mit Landwirtschaft, Steuern, Finanzen zu tun hatte. Es gab ein niederländisch-spanisches Papier zum Thema Finanzfragen. Das ist interessant als Tandem, diese beiden Länder. Denn es ist ja wichtig, dass man sich gegenseitig versteht und dass man sich mit Deutschland auch verständigt hinsichtlich der Stärkung der Kaufkraft, auch beim Thema Energie, wie Joachim Bitterlich sagte. Und dann zum Thema Verteidigung möchte ich noch etwas sagen. Natürlich, es ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. 2% des Bruttoinlandsprodukts für Deutschland, Verteidigungsausgaben, das ist eine Revolution. Also für deutsche Verhältnisse, es ist für Europa, es ist auch eine Chance. Es ist eine Gelegenheit, wenn das gut organisiert wird. Denn es kann natürlich anderen auch sein, dass man irgendetwas mit dem Geld macht und vielleicht Vorräte anlegt und nicht in Richtung Autonomie arbeitet. Also, Deutschland, wir haben verstanden, warum sie die F-35 kauft, Deutschland. Aber diese Lieferung, und dann gibt es aber auch dieses GAF, und man muss schauen, welche Programme es gibt. Und ich meine jetzt nicht nur Kampfflugzeuge oder Ausrüstung für Bodenkämpfe, aber gerade der Raum und die Luftfahrt wird immer wichtiger für Deutschland. Und da braucht es, und das auch im Bereich Cybersicherheit und in anderen deutsch-französischen Programmen. Das heißt, wir brauchen das Deutsch-Französische in einem europäischen Rahmen. Zunächst erst einmal brauchen wir eine effiziente Verteidigung. Dann brauchen wir ein neues Gleichgewicht mit Deutschland, das mit seinem neuen Budget 40% über dem Verteidigungshaushalt von Frankreich liegen wird. Und das muss alles in einen europäischen Rahmen eingebettet sein, aus politischen Gründen und auch aus Effizienzgründen. Aber wir müssen Europa effizienter gestalten. Das ist noch ein anderes Thema. Herr Professor Bitterlich, wollen Sie auch reagieren? Wir hatten genickt. Ja, Le facteur, je dirais Allemagne. Ja, Faktor Deutschland. Man kann das auch stark vereinfachen. Bislang haben wir die einfachen Fragen in Europa geregelt. Und nun
haben wir wirklich sehr strittige Fragen. Und hier fürchte ich, dass es so sein wird, dass in dieser Phase Deutsche und Franzosen sehr viel stärker sich bemühen müssen, um wirklich zum Grund, zum Kern der Probleme und Fragen vorzudringen. Ich bin zum Thema F-35 in Paris verbal angegangen worden. Und diese Entscheidung ist ja sehr kritisch aufgenommen worden in Frankreich. Ich habe gesehen, wie auf französischer Seite die Enttäuschung groß war. Denn es gab ja dieses Thema 5 Milliarden. Und ich habe auf diese Frage geantwortet, Achtung, es ist ja im Prinzip der Bundeskanzler, der den Oberbefehlshaber konsultiert hat und gefragt hat. Und das ist ja schon ein Thema, das schon seit einiger Zeit auf Halde liegt. Und er hat gefragt, was für Geld braucht es, damit die deutsche Armee wieder einsatzfähig gemacht werden kann. Denn letzten Endes gab es ja sozusagen eine Situation, die dazu geführt hat, dass die deutschen Streitkräfte nur bedingt abwehrbereit waren, wie der Spiegel in einem Artikel berichtete. Also im Prinzip ist es um Munition, um andere Dinge. Aber Themen wie Kaufkraft ist das schwierigste Thema für mich. Denn ich sehe jetzt nicht, dass Berlin bereit ist, einen Aufbaufonds aufzulegen, vergleichbar mit dem, der 2020 vereinbart wurde. Es gibt ein perfektes Abkommen zwischen Herrn Lindner und Herrn Schulz. Das heißt, es gibt eine gewisse Illusion auf französischer Seite. Wir brauchen andere Möglichkeiten, das Thema anzugehen. Und ich spreche jetzt hier mit meinem französischen Hut und wende mich an die französische Regierung. Bitte, französische Regierung, fang an, darüber nachzudenken, wie die französische Abhängigkeit reduziert werden soll. Diese Verschuldung ist ja kein Thema gewesen in diesem Wahlkampf. Aber diese Verschuldung setzt ja Frankreichs Handlungsfähigkeit in Grenzen. Man muss das kontrollieren. Man muss schauen, wie man daraus rauskommt. Man muss schauen, wie Frankreich funktionsfähig bleiben kann in diesem schwierigen Kontext. Und dann muss man gemeinsam mit den Deutschen schauen, was man tun kann, um über die europäische Ebene zusammen nach vorn weiter voranzukommen. Und genau dieses ist ja nicht passiert. Ich verstehe natürlich voll und ganz, dass wir diskutieren und debattieren müssen. Und auch beim Thema Energie braucht es Debatte. Ich habe ja das Thema Atomkraft schon aufgebracht. Ich habe ja studiert zu einer Zeit, als die Anti-Atom-Bewegung in Deutschland sehr stark von Elsass sozusagen beeinflusst wurde, denn sie protestierten gegen Atomkraftwerke in der Nähe der deutschen Grenze. Und als ich Praktikant war, haben Franzosen ein Atomkraftwerk gebaut und das 10 Kilometer nur von der deutschen Grenze und das ohne den Nachbarn zu informieren, weil man der Meinung war, man müsste den Nachbarn nicht informieren. Wir müssen überdenken, unsere Art und Weise zu agieren. Und wir müssen eben auch unsere Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen, auf beiden Seiten, auf deutscher und französischer Seite. Dieser Lockdown war sehr schädlich für alles, was grenzüberschreitend ist. Das muss man mutig angehen. Man muss darüber sprechen. Das heißt, wir müssen zum Kern der strittigen Fragen vordringen. Auch das Thema Verteidigung gehört dazu. Ein Teil der Verteidigung wird in Europa in den Vereinigten Staaten übernommen. Das ist einfach so. Aber wir müssen schauen, wie wir uns als Europäer sozusagen neu aufstellen können. Beim Thema FCAS, MGKS. Wir brauchen auch beim Thema Marine
Das heißt, Gespräch. Auch europäische Drohnen sind ja von Oberbefehlshabern ins Gespräch gebracht worden. Wir brauchen all diese Themen. Wir brauchen eine neue Art und Weise, eine neue Methode, zusammenzuarbeiten. Es ist an der Zeit. Das möchte ich als Schlusspunkt nehmen. Es ist Zeit. Ein schönen Schlusspunkt für diese sehr spannende Diskussion. Dafür herzlichen Dank an Sie alle drei. Ich glaube, wir sind uns einig in dieser Diskussion, dass kontroverse Fragen gestellt werden müssen, nicht nur im französischen Wahlkampf, sondern darüber hinaus, auch über die französische Ratspräsidentschaft hinaus und gerade in den deutsch-französischen Beziehungen. Kontroverse Fragen, die sich heute um die Außenpolitik und die Sicherheitspolitik gedreht haben, die aber im Anschluss an das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Professor Bitterlich, sich genauso drehen könnten um die Frage der Staatsschulden, um die Frage der Atomkraft. Vielleicht auffällig und abschließend aus meiner Sicht in dieser Debatte, dass deutlich wurde, dass in der Vergangenheit die Außenpolitik und die Sicherheitspolitik in Europa aus Ihrer Sicht vielleicht zu naiv behandelt wurde. Die Stichworte Gefühl fielen, das Stichwort Wolke 7, dass ein neuer Realitätssinn erfordert wird, vielleicht jetzt. Wir freuen uns über die Diskussion heute Abend. Noch einmal herzlichen Dank auch an unser Publikum und für die Fragen und hoffen, dass diese Diskussion fortgesetzt wird zwischen Deutschland und Frankreich, Berlin und Paris, hoffentlich vielleicht und gerne auch in der DKP. Und damit möchte ich mich für heute Abend bei Ihnen bedanken und Ihnen einen schönen Abend wünschen.